Eben noch fröhliches Spiel, kurz darauf, nach einem Foul, eskaliert die Situation. Bruder, was soll denn der Scheiß, hä? Es kommt zum Streit, im schlimmsten Fall zu einer Prügelei. Hier setzt der Verein Zweikampfverhalten an. Das Coolness-Training für Kinder und Jugendliche hilft den Kids, mit Konflikten und Aggressionen umzugehen. Mit prominenter Unterstützung, wie zum Beispiel durch Ex-HSV-Profi Marcel Janssen, der auch seine persönlichen Erfahrungen in die Kurse einbringt. Weil zu viel negative Energie mit dem Schiedsrichter lenkt, und das ist mir selber auch mal passiert, in der Jugend oft, lenkt von der Leistung ab. Und das darf nicht passieren, weil ihr für eure Mannschaft ja den Sieg haben wollt. In den vergangenen Jahren haben hunderte Schüler und Schülerinnen erfolgreich an den Kursen teilgenommen. Es ist halb freiwillig, das heißt, Kinder und Jugendliche werden vor allem auch zu uns empfohlen von Lehrern, von Trainern in den Sportvereinen und von Jugendämtern. Hinzu kommen immer wieder Freiwillige, die davon gehört haben, Freunde kommen mit dazu, also es ist schon so eine Mischung. So ein Training geht in der Regel über 3 oder 6 Monate, einmal die Woche. Einer, der von der Arbeit des Vereins Zweikampfverhalten profitiert hat, ist Kadir. Der inzwischen 16-Jährige hatte in der Vergangenheit massive Probleme, sich an Regeln zu halten. Es gab schon echt ein paar Situationen, wo es auch knapp auf die Fresse gab. Aber meistens waren es nur halt viele Schimpfwörter und auch Anschreien und alles. Ich hatte auch viele Klassenkonferenzen wegen solchen Situationen. Aber jetzt, also es hat angefangen ab der 5. Klasse mit der Schlimmzeit. Aber so, ich bin jetzt in der 9. halt und so seit 3 Jahren ungefähr geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte seit ungefähr 3 Jahren auch keine Klassenkonferenz, kein Elterngespräch, kein Elternanruf, gar nichts mehr. Und wirklich auch dank Zweikampfverhalten, weil es auch da erst angefangen hat, mich auch wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und es gibt noch viel zu tun. Was ist los? Was passiert? Aber mein Grätscher, gib mir die Schuld. Und was ist deine Art? Hast du ihn gegrätscht? Das war doch keine Grätsche. Jungs, wir können es so machen, wir treffen uns morgen nochmal. Und dann klären wir es in Ruhe, wenn die beiden etwas heruntergefahren seid. Sehr gut, Applaus. Die 500.000 Euro Spende ermöglicht dem Verein, seine Arbeit noch weiter auszubauen. Da ist halt der Vorteil, dass du halt nicht nur über etwas redest, sondern du machst auch Sport zusammen. Und du provozierst auch Situationen. Ich glaube schon, dass ja oft den Kindern Werkzeuge fehlen, wie verhalte ich mich jetzt in einer Streitsituation etc. Ich glaube, dass sehr viele Erfolge damit schon erzielt wurden. Und da sind wir natürlich dankbar, dass die Scala-Initiative über Frau Klatten und auch Fineo das so unterstützt, dass sowas überhaupt möglich ist. Durch die Spende gefördert wird der Verein sich jetzt verstärkt an Geflüchtete richten und versuchen ihnen den Einstieg in unsere Gesellschaft zu erleichtern.